Und jetzt ab durch den Looping, mal eben drei Medaillen geholt, im Blitzer natürlich. Oh mein Gott, der arme Fahrer. Ist das geil. Ja, meine lieben Zuschauer, damit herzlich willkommen zum Samstagspart Forza Horizon 3 mit Hot Wheels. Und heute machen wir so ein bisschen eine Mischung aus Hot Wheels und Forzaton, denn es ist wieder Forzaton-Zeit. Und der Forzaton hat aber auch mit Hot Wheels zu tun, das heißt, wir kombinieren das so ein bisschen nicht. Heute möchte ich mir aber dieses wunderschöne Teil hier ansehen. Ich finde, es passen zu Hot Wheels auch gerne moderne Muscle Cars, die passen einfach gut dazu. Deswegen habe ich mir mal hier den Shelby Mustang geschnappt. Und den werde ich aber noch ein bisschen aufmotzen, ein bisschen Power reinpacken. Der ist schon S1, aber da kann noch ein bisschen was mehr rein. Ist nämlich auch ein Auto, oder generell Mustang ist ein Auto, was sich schon sehr viel gewünscht wurde. Deswegen gehen wir heute mal in diese Richtung. So, wir lassen natürlich den V8 drin. Wir machen da jetzt keinen V12 rein. Das kann ich euch jetzt nicht antun. Das war beim Shelby, beim Daytona war es schon hart, harter Tobak für euch. Wir lassen auch mal den Heckantrieb drin. Und ansonsten bauen wir noch ein bisschen auf, dass wir noch in S1 bleiben. Aber, ja, Reifen bringen leider immer sehr, sehr viel. Aber sie sind halt auch geil. Es macht auch Spaß und Sinn, die Reifen noch ein bisschen zu verbessern. Und deswegen machen wir das auch. Und ansonsten können wir wahrscheinlich leider nicht mehr viel machen, ohne dass wir auf S2 kommen. Was schade ist, aber ist das halt. Dann machen wir das so, wie es jetzt ist. Rennreifen drauf. Und ein bisschen Power hier und da, damit ist er bei 900. Haben sich viele gewünscht, so ein Auto. Und mit dem werden wir ein bisschen Forzaton machen. Wobei wir für den Forzaton dann sowieso nochmal das Auto auch wechseln müssen gleich. Und der Forzaton heißt an der Spitze deutscher Text. Und haben auch hier deutschen Text. Sie haben es geändert, wir haben deutschen Text im Forzaton. Da bin ich aber sehr dankbar, das finde ich sehr schön. Bei diesem Forzaton gibt es einen Porsche 911er GT2 RS zu gewinnen. Und ansonsten sollen wir noch hier so ein bisschen Hot Wheels Sprungfähigkeiten machen. Ach so, wichtig, wenn ihr auch das Spiel spielt und Hot Wheels nicht habt, ihr könnt trotzdem den Forzaton machen. Einen Rivalen schlagen könnt ihr sowieso machen und 3 Sterne bei einem Gefahrenschild. Entweder im Bone Shaker, das ist ein Hot Wheels Auto, oder im Myers Monks, das ist ein Schollenfund, den kann jeder haben. Insofern ist zwar ein Hot Wheels Forzaton, aber jeder kann den machen, auch die Leute, die Hot Wheels nicht haben. Ich wollte es nur gesagt haben. So, wir fahren also einfach mal hier links auf die Strecke drauf und ja, da werden schon früh genug Sprünge kommen. Und dann machen wir 20 Mal Hot Wheels Sprungfähigkeit. Und da war, glaube ich, ja, Hot Wheels Air auf jeden Fall. Oh, jetzt geht's hier hoch in den Berg. Ich liebe diesen Streckenabschnitt. Aber hier gibt's natürlich keinen Hot Wheels Sprung hier oben. Ist egal, wir fahren einfach ein bisschen über die Strecke und sammeln Skills. Und jetzt geht's wieder runter. Und Boost! Ah, ist das geil. Ist das geil. So, wir suchen aber Sprünge eigentlich. Deswegen, na gut, wir fahren einfach ein bisschen über die Karte. Es werden schon früh genug noch Sprünge kommen, denke ich. Auch ein geiles Auto auf jeden Fall für Hot Wheels. Der sieht richtig gut aus und passt richtig schön hier auf die Strecke, gerade in diesem Schwarz. Wir hatten ja beim letzten Mal die Horizon Edition Supra. Ist ein geiles Auto, aber das Orange beißt sich natürlich ein bisschen mit der Strecke. Und dieser schwarze Shelby hier, der passt schon ziemlich geil hier drauf, finde ich. Das sieht ziemlich nice aus. So, nochmal mehr gefahrene Straßen und kriegen wir hier ein paar Sprünge mal hin. Hot Wheels Sprünge, ultimativer Sprung ist nämlich noch nicht das, was wir suchen. Was wir suchen, sind Hot Wheels Sprünge. Es kann halt sein, dass wir dafür Streckenabschnitte haben müssen, wo es so einen richtigen Jump gibt. So, jetzt gehen wir erstmal in Horizon Looping, das ist auch ganz schön. Ist aber nicht das, was wir suchen eigentlich. Oh, der macht aber auch ordentlich Tempo hier. Meine Güte. Aber was wir suchen, sind weder Loopings noch irgendwelche lustigen Streckenabschnitte. Wir suchen eigentlich nur diese Sprünge und normalerweise kommen die gefühlt alle paar Meter und jetzt suche ich gerade welche und finde keine. Da müssen wir wirklich mal auf der Karte gucken vielleicht. Naja, ich fahre auch ganz gerne einfach ein bisschen durch die Welt hier. Bisschen Strecken kennen. Oh, shit. Na, ist nochmal gut gegangen. Wir sind zwar auf dem Dach gelandet, aber ist gut gegangen. Strecke kennenlernen, das ist auch schön. Und wir decken natürlich auch Straßenabschnitte auf. Das ist natürlich auch ganz cool. Die Karte ist größer, als man denkt. Oh, shit. Na gut, wir sind unten gelandet. Eigentlich wollte ich oben bleiben, aber ist okay. Ja, hier ist zum Beispiel, sowas meine ich doch. Solche Sprünge brauchen wir, glaube ich. Aber Hot Wheels Air ist, glaube ich, nicht das. Warte mal, hier so ein Sprung vielleicht. Der sieht gut aus. Wenn das nicht zählt, dann weiß ich auch nicht.
Bleifuß. Hot Wheels Air. Ja, vielleicht ist Hot Wheels Air das, was wir suchen. Ich dachte, wir brauchen Hot Wheels Jump oder sowas, aber ich glaube, Hot Wheels Air ist schon richtig. Davon brauchen wir allerdings 20 Stück. Nicht 1000, 20 Stück brauchen wir, glaube ich. Fahren wir einfach nochmal in die andere Richtung. Wir springen mal ein bisschen hier hin und her und gucken mal, ob das zählt. Ah ja, diese Sprünge meinte ich doch. Die habe ich gesucht. Die machen auch richtig Spaß. Generell alles, was mit Beschleunigungspads zu tun hat, macht einfach nur richtig Laune. Wir machen einfach mal ein paar und dann sehen wir ja, ob es reicht oder nicht, ob es zählt oder nicht. Wir werden sehen. Mit Cockpit-Ansicht ist es gar nicht mehr so spannend. Man sieht halt nicht so richtig, wo man lang fliegt. Also ich denke, Hot Wheels Air ist das, was wir brauchen. Und ab geht's. In der Außenperspektive auf jeden Fall spannender anzusehen. So, den haben wir mal komplett aus dem Leben geballert. Wir hinterlassen hier inzwischen ganz schöne Spuren auch. So, nächster Sprung. Oh, da ist ein Treadle-Fahrer hier, Moment. Auch die gibt es natürlich hier in Forza Hot Wheels, deswegen wir versuchen hinterher zu fahren, ab durch den Looping und gucken mal, ob wir nicht gegen den fahren können und uns ein bisschen Cash mitnehmen. Loopings sind schon ziemlich geil. Wo ist er denn hin? Über alle Berge, der Credit-Fahrer ist weg. Oh Gott, vorsichtig. Ja, okay, soviel zum Thema vorsichtig, da geht ins Meer. Dieser Wagen wirkt so viel langsamer als mein Daytona. Und das, obwohl der auch S1900 ist. Oder der andere war sogar A800, glaube ich, ne? Der ist jetzt S1900. Und trotzdem wirkt er so viel langsamer, irgendwie gefühlt. Mal gucken, ob es für die Blitzerzone für irgendwas reicht. Ich bin da jetzt zufällig reingeraten. Ach, hier ist ein Creditfahrer. So, 236. Reicht auf jeden Fall für irgendwelche Sterne hier bei der Blitzerzone, für zwei Stück, wunderbar. Und wir fahren jetzt mal hier gegen den Credit-Fahrer. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist. Ach, genau, das haben sie auch geändert. Normalerweise kann man immer so eine Cutscene erst, von wegen bla bla bla, der fährt das und das Auto und so. Nee, man kann jetzt einfach Start drücken und direkt geht's los. Man muss nicht mehr warten. Das ist eigentlich ganz cool. In 400 Metern rechts abbiegen. Können wir den nicht einfach von der Strecke schmeißen? Rechts abbiegen. So, wir drängen den ein bisschen nach außen, fahren vor ihn. Es klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, aber wir sind zumindest so halb vor ihm. So, und jetzt sind wir aber... Okay, wir haben es geschafft, wir sind vorne. Okay, war aber knapp, der hatte Bock. 56.000 nehmen wir aber gerne mit. Alles hat gewackelt auch unter mir. Okay, Jungs und Mädels, sorry, ich musste kurz unterbrechen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hören konnte. Bei uns regnet es gerade richtig in Strömen und es hat so laut gedonnert gerade. Und ich dachte halt jetzt erstmal, was geht ab? Ist irgendwas explodiert? Keine Ahnung was. Aber es hat einfach nur richtig doll gedonnert. Die Frage ist jetzt, ob Gewitter ist. Ich dachte schon, muss ich jetzt den PC ausmachen, weil es klang sehr nah. Es war sehr laut, aber vorher war nichts zu hören, nachher ist nichts zu hören. Es war nur ein richtig fetter Donner. Okay, wir machen erstmal weiter. So, wir haben auf jeden Fall okay, wir haben gerade hier einen Rennfahrer, ne? Creditfahrer, haben wir gewonnen. Okay, so, schauen wir mal eben in den Forza-Ton rein. Ich glaube, wir haben sonst noch nicht das ab... Ach, das oberste haben wir schon abgeschlossen. 55.000 Credits für 10 durchs Nadelöhrfähigkeiten. Wobei, ich habe da online gelesen, dass es gar nicht durchs Nadelöhrfähigkeiten sind, die man machen muss, sondern 10 Burnouts. Wie auch immer, anscheinend muss man sich nicht drum kümmern. Macht einfach die anderen Sachen, dann kriegt er das oben anscheinend automatisch. Ach, wir sind schon wieder in irgendeine Blitzerzone reingefahren. Ja, das ist natürlich jetzt ein Nebeneffekt. Dadurch, dass wir hier ein bisschen rumfahren und über die Karte fahren, machen wir natürlich auch ein paar Medaillen durch Blitzer, Blitzerzonen, Driftzonen, die wir so nebenbei mitnehmen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das reicht sogar auch schon wieder für zwei Medaillen, ohne dass wir uns irgendwie angestrengt hätten. Ja, nice. Gerne, gerne. Oh shit, oh, hier sind wir noch gar nicht lang gefahren. Durch den Berg durch, das sieht ja geil aus. Ja, hier waren wir noch gar nicht unterwegs. Wir entdecken gerade neue Straßen, das sieht da richtig cool aus hier. Der Wagen geht auf jeden Fall auch ganz gut quer, mit dem können wir auch mal ein paar Driftzonen machen, glaube ich. Macht richtig Laune mit dem.
jetzt bin ich von der Strecke abgekommen. Also ist wie bei Blizzard Mountain so ein Mischmasch-Part. Wir machen einerseits natürlich Fortschritt bei Hot Wheels, andererseits machen wir aber auch den Forzaton, der ja auch mit Hot Wheels zusammenhängt. Insofern passt das schon. Und den Hot Rod, den wir bekommen haben, werden wir uns dann beim nächsten Mal in Ruhe anschauen. Den werden wir dann einmal Serie fahren und dann ein bisschen tunen. Oh, wir fahren jetzt mal hier durch ein Riesen-Looping. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Sieht richtig geil aus. Den werden wir dann einmal Serie fahren, wie er ist, mit D100. Das wird natürlich katastrophal werden. Und dann tunen wir den mal selber auf Hot Rod 900 oder was und fahren damit dem ein bisschen. Geiler Streckenabschnitt hier. Ah, jetzt kommt noch ein Sprung. Seht ihr, das brauchen wir. Wunderbar. Der Mustang geht auch ziemlich ab hier. Das ist gar nicht ohne. So, wir versuchen jetzt mal von hier auf die Strecke da drüben zu kommen. Das hat sogar funktioniert, tatsächlich. Ja, es hat funktioniert. Das war mein Plan. Allerdings hänge ich jetzt hier so ein bisschen fest. Da geht's durch den Feuerring in die Rampe unten rein. Ach, da ist sogar ein Gefahrenschild. Auch das wieder zufällig. Sorry, aber wir sammeln gerade richtig viel Sterne oder Medaillen, ohne dass ich das bewusst wollte. Ah, es reicht aber wieder nur für zwei. Also wir sind momentan der 2-Medaillen-Hunter. Aber wenn wir so weitermachen, nochmal 2, dann haben wir schon wieder 60 voll. Dann gibt's schon wieder die nächste Stufe. Okay, mich soll es nicht stören. So, nächster Sprung kommt. Boah, dieser 6. Gang ist so traurig. Aha, das könnte böse enden. Nein, das geht gut. Wunderbar. Alles gut, alles gut, alles gut. So, wir haben einen Stufenaufstieg und dürfen ein bisschen Wheel spinnen. Ja, dann zeig ich mal her. Was haben wir denn heute in der Tüte dabei? Einen Lotus. Ich meine, Auto ist Auto, hatte ich noch nicht. Okay, danke schön, aber ich bin nicht so der Lotus-Fan. Ach, wir haben es schon abgeschlossen. Das ist das Ding, weißt du, ich muss immer erst selber reingucken. Und wenn ich dann rausgehe, dann kommt die Meldung, dass ich es geschafft habe. Aber die Meldung kommt nicht vorher. Wenn ich jetzt rausgehe, kommt bestimmt eine Meldung. Pass auf. Ja. Es ist immer dasselbe. So, wir kriegen EP dafür, deswegen wieder ein Wheelspin. Den S7, der wurde mir auch schon oft angeteasert, habe ich aber noch nie bekommen. Das wäre doch mal schön jetzt. Naja. Gut. Aber wir dürfen sogar nochmal drehen. Wir haben ja irgendwie 90.000 EP oder so bekommen für den... Oh, das wäre geil. Naja, schade. Den hätte man gut hier auch in Hot Wheels fahren können, finde ich. So eine fette Hellcat Horizon Edition. Gut, das war's. Wir haben 3 Wheelspins bekommen. Okay, damit haben wir die nächste Stufe vom Forzaton auch schon fertig. Weiter geht es mit, schlagen Sie einen Rivalen um den Porsche 911. Okay, wir machen einfach nur Hot Wheels wie Rivalen-Dings. Zum Beispiel hier Hochgeschwindigkeitsautobahn, das sieht eigentlich ganz geil aus. Und dann nehmen wir S2, einfach weil ich mal Bock habe, mit S2-Wagen hier lang zu fahren. Dann wählen wir uns einen Rivalen aus unserer... Damit wir den Forzaton auch abschließen, müssen wir den ja schlagen. Das heißt natürlich, wenn ihr es einfach nur schaffen wollt, nehmt irgendeinen ganz langsamen. Aber wir nehmen jetzt mal hier so 825, das kann man schaffen. Und dann fahren wir meinen allseits geliebten... McLaren P1, ich liebe den Wagen. Wir versuchen einen Rivalen zu schlagen, auf Platz 800 der globalen Rangliste. Bevor ich jetzt irgendwen sehe, der sich in den Kommentaren über diesen Spoiler beschwert, ja, der Spoiler ist hässlich, ja, der originale Spoiler von McLaren P1 ist geiler, aber das ist ein Tuning aus dem Download, Tuning-Download für Rundenzeiten und so weiter und da kann man leider das nicht verändern und derjenige benutzt eben einen Spoiler, weil der am schnellsten ist. So, unser Schatten ist hinter uns, das ist die Hauptsache. Zum ersten Mal, dass wir einen S2-Wagen hier über die Strecke heizen, ha? Wenn wir natürlich eine saubere Rundzeit haben wollen, dann dürfen wir den Rand niemals berühren. Und das ist durchaus schwierig. Aber wir versuchen es trotzdem. Oh, shit. Ja, vorsichtig. Oh, da ist er an uns vorbei. Krass. Der ist richtig schnell unterwegs. Na gut. Aber der hat auch, glaube ich, keine saubere Rundzeit. Wir versuchen es mal mit einer sauberen. Ich glaube nämlich, wenn wir den nicht schlagen vom Schatten her, aber trotzdem eine saubere Zeit haben, kriegen wir trotzdem einen besseren Platz in der Rangliste. Deswegen versuchen wir es mal. Ich fahre natürlich jetzt auch zum allerersten Mal hier auf der Strecke. Da wäre das schon krass, wenn ich direkt beim ersten Versuch in die Top 1000 komme. Boah, der hat so ein gutes Handling, der Wagen. Eieiei. Also bisher haben wir nichts berührt, die Rundenzeit ist immer noch gültig. Und die Zielzeit vom Rivalen ist eben ungültig gewesen, weil der den Rand berührt hat. Das heißt, das kann man noch schaffen. Solange wir eine saubere Runde fahren, aber ich versuch's mal weiter. Noch sieht's gut aus.
Also S2 Wagen machen anscheinend richtig Laune. Der Wagen ist schön schnell und schön wendig. Ich freue mich jetzt schon auf S2. Porsche 918, McLaren P1, einfach nur geil. So, da vorne kommt das Ziel. Ich bin sehr gespannt. Wir haben eine gültige Rundenzeit, aber wir sind natürlich deutlich hinter dem Schatten im Ziel. Deswegen weiß ich nicht, was passiert. Wir waren 6 Sekunden langsamer, aber wir haben trotzdem gewonnen. Und das meine ich. Wir waren 6 Sekunden langsamer, aber wir hatten eine saubere Runde. Und saubere Runden zählen sehr viel mehr als unsaubere Runden, also wo du den Rand berührt hast. Weil bei den unsauberen könnte es ja sein, dass du irgendwie unfair fährst. Dass du irgendwo gegenknallst und dadurch viel schneller bist und solche Sachen. Deswegen haben wir es geschafft, obwohl wir langsamer waren, weil wir sauber gefahren sind. Ich freue mich jetzt schon auf S2, McLaren P1. Wir haben nur eine kleine Runde gemacht mit dem und ich habe so Bock darauf. Der handelt sich super, der ist schön schnell. Mit solchen Autos auf den Strecken zu heizen, richtig nice. Und damit kriegen wir den 2012 Porsche 911 GT2 RS und einen Stufenaufstieg. Das heißt, wir turnen mal erstmal wieder das Wheel hier. Ford GT, ungefähr zum 25. Mal vorgeschlagen und trotzdem nie bekommen. Oh, jetzt reicht's aber langsam wirklich mal. Jedes Mal so ein Stückchen dran vorbei. Ich krieg zu viel, Leute. Ich krieg wirklich zu viel langsam. Ist egal. Nicht drüber aufregen. So, wir gehen auf Autos. Wir bestellen uns mal eben den GT2 RS hier hin. Also jetzt gab's wirklich sehr viele Porsches in den Wheelspins. Langsam reicht's auch mal, finde ich. Man hätte eigentlich mal einen schönen kleinen Hot Wheels Wagen hier reinpacken können, finde ich, statt einem Porsche. Aber okay. Wo ist er? Wo ist er? Hier. 911 GT2 RS ist standardmäßig das 1876. Ich finde, es gibt jetzt langsam wirklich genug Porsche. Also diesen Wagen kann jeder kriegen. Auch wenn ihr Hot Wheels nicht habt, jeder kann diesen Porsche kriegen. Ich finde, der ähnelt halt dem 2012 911 GT3 RS sehr, ne? Der GT2. Na gut, trotzdem nice. Porsche ist Porsche. Porsche ist geil. Und danach, oh, der liegt aber, achso, wir sind gerade in so einem Ding drin. Ich dachte gerade, der liegt aber tief. Na, liegt trotzdem tief. So, wir fahren einmal hoch in den Berg und dann wieder runter. Ich muss nur gucken, wo wir dafür hin müssen. Einfach nur heiß. Und dann geht's hier einmal rum. Wunderschön kurvig um den Berg hinum. Und dann geht's hier sogar noch kopfüber weiter. Also das ist einfach nur geil. Und dann nochmal mit Speedboost in den Sprung rein. Herrlich. Oh shit. Ja, der Wagen ist ein bisschen schnell dafür anscheinend. Wir sind am Strand gelandet. Aber alles gut. Leichte Kratzer, ne? Der Sand ist ja weich. Da wird schon nichts kaputt gegangen sein. Aber trotzdem, schönes Auto und den kann jeder kriegen. Wie gesagt, macht den Forzaton. Er läuft noch, während das Video kommt. Also machen und das Auto holen. Und zu guter Letzt machen wir natürlich noch hier für 3 Lose und 100.000 Credits. Dafür müssen wir mit einem Bone Shaker ein Gefahrenschild 3 Sterne abschließen. Okay. Wir besorgen uns einen Bone Shaker, den haben wir nämlich schon. Und jetzt müssen wir nur noch bei einem Gefahrenschild 3 Sterne holen. Die Frage ist, sollen wir direkt eins nehmen, dass wir noch die nächste Stufe von Blizzard Mountain erreichen? Dann hätten wir nämlich diesen Part auch wieder ein bisschen Fortschritt gemacht in Blizzard Mountain. In Hot Wheels. Da hätten wir direkt ein bisschen Fortschritt in Hot Wheels gemacht. 100 Metern links halten. Mal gucken, ob der 3 Medaillen holen kann hier. Blitzer haben wir auch mal eben mitgenommen. Links halten. In 200 Metern. Aber nur eine Medaille geholt beim Blitzer. Na gut. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass das für 3 Medaillen reicht. Aber wir müssen es ja mit dem Bone Shaker schaffen. Ihr Ziel erreicht. Insofern weiß ich nicht. Nee, das reicht nur für 2. Wir erreichen aber erstmal die nächste Runde der Hot Wheels-Kampagne. Insofern müssen wir sowieso erstmal abwarten, aber wechseln wir für die nächsten Strecken zur S2, Boss. Ich habe die Blaupausen gesehen und habe Kopfschmerzen bekommen. S2, wir kommen. Und damit kommt auch hier McLaren P1, Porsche 918. Der richtig heiße Shit ist am Start. Ich freue mich drauf. Werden wir auf jeden Fall machen. Wir haben aber auch erstmal noch eine ganze Menge A-Rennen und S1-Rennen und so weiter. Aber wir können ja so ein bisschen mixen. Und S2-Rennen habe ich richtig Lust drauf. Aber wir müssen immer noch 3 Sterne in einem Gefahrenschild schaffen. Ich weiß, was wir machen. Wir porten zurück zum Horizon Festival, nehmen den Bone Shaker und packen da ein bisschen mehr Leistung rein. Und dann wird der wahrscheinlich auch 3 Medaillen holen können. Der ist aber ein bisschen zu langsam momentan. So, erstmal könnte man da einen fetten V12 reinbauen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben direkt, ne? Aber einen schönen V8 können wir mal nehmen. Okay, so. Na, kommt rein, ein fetter Twin Turbo natürlich. Klar. Und dann wird der Motor mal ein bisschen aufgemotzt. Dann wird der Wagen halt S1 oder S2, ist mir egal. Wir müssen ja nur mit dem Wagen 3 Sterne in einem Gefahrenschild holen. Ist ja egal, was der für eine Stufe hat. Oh, die Flammen hinten sind natürlich schon geil, ne? Die müssen eigentlich drauf. Da muss ich aber irgendwas anderes wieder wegnehmen.
Die Flammen sind cool, die lassen wir, die wollen wir haben. Damit kommen wir von A auf S1. Boah, haben wir jetzt fette Hinterreifen. Was habe ich da getan? Vorne die Reifenbreite gar nicht verändert. Hinten haben wir die dicksten draufgezogen, die gingen. Jetzt haben wir hinten so mega breite Latschen und vorne diese dünnen Babyärmchen. Na gut, ist egal. Wenn der jetzt nicht 3 Medaillen holt, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, wir sind 6 Meter weit gekommen. Toll. Ganz toll. Wahnsinnig toll. So, jetzt müsste da aber noch was bei rumkommen hier. 211 sieht gut aus. Ich glaube, damit haben wir 3 Medaillen. Ja, jetzt haben wir 3 Medaillen. Und damit sollte auch der Forzaton abgeschlossen sein. Das war's. Der Forzaton ist durch. Wir kriegen nochmal 3 Lose. Nochmal 100.000 Credits. Das heißt, das Tuning von dem Wagen ist schon wieder drin finanziell. Okay, muss man vielleicht nicht unbedingt tunen, aber wenn man es macht, ist das sehr viel einfacher zu schaffen natürlich. Und wir gucken mal eben in unsere 3 Lose rein. Vielleicht kriegen wir jetzt ja einen Ford GT, wer weiß. Hör mir auf, ey, ich krieg zu viel. 2.000 Credits, ey, das ist wirklich einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Kommt da heute noch was Sinnvolles bei raus? Oder ich würde ja so, den Noble würde ich sogar sehr gerne nehmen, aber... Ja, das hat sich so richtig gar nicht gelohnt. Okay, ist egal. Und wir haben wieder ein bisschen auch Medaillen geholt, natürlich hier in Hot Wheels. Wir sind bei 63 von 80. Wenn ihr noch Autowünsche habt, Mustang war auf jeden Fall gewünscht. Können wir auch gerne noch mal ein bisschen mehr mitmachen, wenn wir ein bisschen Rennen fahren. Ansonsten McLaren P1, richtig nice. Also ich habe schon gemerkt, S2-Wagen machen, glaube ich, richtig Laune hier in Hot Wheels. Ich hätte ja Bock, mit dem McLaren mal durch ein Looping zu fahren, ne? Seid mir nicht böse. Geil, einfach nur. Oh, ich liebe dieses Auto, Mann. Vor allem im Spiel. Ja, so muss man Hot Wheels spielen. 333 im Blitzer. Kein Problem. Und jetzt ab durch den Looping. Mal eben 3 Medaillen geholt im Blitzer natürlich. Oh mein Gott, der arme Fahrer. Ist das geil. Komm, ich fahre noch ein bisschen durch die Berge mit dem Wagen. Ich habe richtig Lust auf S2-Wagen. Diese Autos sind einfach bestimmt für diese Strecken. Top Speed, gutes Handling. Das braucht man auf diesen Strecken. Natürlich schlägt das fehl, klar, wir waren ein bisschen zu steil. Aber insgesamt sind das auf jeden Fall die richtigen Autos für Hot Wheels hier. Schnelle Autos mit super Beschleunigung, super Höchstgeschwindigkeit und geilem Handling. Damit machen diese Strecken richtig Spaß. Und es gibt ja auch noch neue Autos mit Hot Wheels, nämlich den Pagani Zonda R, glaube ich, und einen Senvo ST1. Die können wir uns auch gerne beim nächsten Mal anschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Däumchen. Wirklich, würde mich sehr freuen. Bitte jetzt einmal kurz ein Däumchen dalassen. Das macht den Walle glücklich und für euch ist es nur ein kleiner Klick. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder mit dem nächsten Hot Wheels-Video. Ich freue mich auf euch, euer Walle. Bye, bye.